Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum multidimensionalen Unterwäschefach. Hier ist wieder euer Hiragi zusammen mit dem Shadow Wolf. Hi ho. Ja, und wir spielen weiter dieses tolle Spiel von Kamiya Soft, was uns bisher schon recht gut unterhalten hat. Wir hoffen, dass es euch auch bisher gefallen hat und wenn wir weitermachen sollen, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare. Und vor allen Dingen, wenn ihr auch später vielleicht sogar was von der Vollversion nochmal sehen wollt, könnt ihr uns das auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann schauen wir einfach mal, was wir machen können. So, aber ich würde jetzt sagen, ohne große Umschweife, wir gehen jetzt zur Tür und gucken mal, ob ihr in den Kommentaren recht hattet, was jetzt passiert. Oh Mann, es ist ja wohl so offensichtlich, wer da nun vor der Tür steht. Ja, ja. Der feine Herr weiß wieder alles besser. Besser? Bin ich irgendwie verwirrt? Ja. Mach eine neue Stimme. Ja, aber... Nee. Scheiße. Jetzt müssen wir uns mal kurz sammeln. Naja, aber er kann doch nichts dafür. Und allen werden doch die Worte von einem bösen Diktator namens Autor in den Mund gelegt. Wir sind machtlos, aber diese großen Entität. Ja, danke Tessa. Erzählerin des Erzählers des Erzählers. Dann mal weiter im Text. Wer ist denn wieder? Wer ist das denn? Anna ging auf dem Flur an die Haustür. Bevor sie allerdings die Tür öffnete, blickte sie durch den Türspion. Trommelwirbel bitte. Big Boss, I'm watching you. Wer denn? Keine Ahnung. Das darf nicht wahr sein. Sie hielt sich erschrocken, eine Hand vor dem Mund, was ein überraschendes Quieken aus ihrem Hals nicht verstummen lassen konnte. Das ist damit ganz offiziell der schlimmste Tag meines Lebens. Zwei Dämonen habe ich schon und da steht der dritte. Jan. Leon, wir haben es geschafft, wir haben das Schlimmste überhaupt hingekriegt. Ah, ja, ja. Don't touch me. Lala. Okay. Komm schon, Hannah. Mach auf, ich bin's, Jan, dein Ex. Ich weiß, dass du immer erst durch den Türspion guckst, bevor du öffnest. Schon vergessen? Wir waren verdammt lange zusammen. Hannah ballt ihre Hände, beschämt zu Fäusten. Ja, wir waren zusammen. Ich bereue jede Sekunde, die ich als derartige Zeitverschwendung herausgestellt hat. Oder vielleicht doch nicht? Vielleicht war ja der einzige Fehler die Trennung. Willst du nicht aufmachen? Die Mutter stand hinter ihr und schaute sie mit großen Augen an. Ich mag den Typen nicht, also müsste ich ihn sprechen. Ja, du müsstest ihn erstens sprechen und zweitens, es ist so schön, wie er betont hat, dein Ex, ich würde die Tür nicht öffnen. Problem ist, wir sind ja diese, die einfach eigentlich wollen, dass alles schief geht. Das heißt, wir würden jetzt die Tür öffnen, weil dann wird es eher schlimmster Tag. Aber erfahrungsgemäß haben wir festgestellt, dass es dann nicht schlimmer wird, gefühlt. Es wird einfach schief gehen. Also lassen wir ihn jetzt nicht rein. Nein, wir lassen ihn nicht. Ein bisschen, was müssen wir Hannah jagen? Okay, sind wir mal zu Hannah und ich muss Ihnen Gott sei Dank nicht weitersprechen. Ha! Hannah verschränkte die Arme und betrachtete angewidert die Türklinke. Ich mach nicht auf. Das kann der vergessen. Es tut mir leid, Hannah. Was tut ihm denn? Dass er ein Arsch ist? Ich habe mehr als nur einen Fehler gemacht. Unverzeihliche Dinge habe ich getan. Was du nie sagst.
Aber ich will mich bei dir entschuldigen. Ich will neu anfangen. Ich will dich zurück. Jetzt auf einmal. Du musst mir nicht sofort antworten. Ich lasse dir meine Nummer da. Wenn du machst... Was du machst, liegt allein bei dir. Okay, jetzt hätte ich schon fast mit Timos Stimme geredet. Aber lass uns wenigstens einmal drüber reden. Unter der Tür wurde ein Zettel durchgeschoben, auf der Jans Handynummer stand. Wo ich mir gerade so überlebe, eigentlich müsste sie die doch haben. Er hat sie gelöscht, aber das weiß er doch nicht. Oder geht er jetzt davon aus? Oder wieso, weshalb, warum? Ach, ich... einfach weiter. Ich liebe dich noch immer, Hannah. Erst erklangen Schritte, Jan ging von der Tür weg und das Treppenhaus runter. Hannah stand wie angewurzelt da. Wieso flattert mein Herz immer so, wenn er meinen Namen sagt? Jan ging so schnell, wie er gekommen war. Und so endete für Hannah ein ereignisreicher Tag, der wohl schlimmste Tag ihres Lebens. Dieser Tag war verrückt, wie er kurz war. Ich habe das Gefühl, dass ich mich schon bald entscheiden muss, wie und mit wem es weitergehen soll. Das stimmt, lieber Hannah. Allerdings wird dir diese Entscheidung Hiragi abnehmen. Warum ich? Weil es so im Text steht. Immer diese Vorgaben. Kami, wir reden doch mal drüber. Nein, werdet ihr nicht. Du bist doof. Wir haben es geschafft. Naja, nicht Gott. Wir sind leider nicht im Prolog gestorben, wie wir es eigentlich gehofft hatten. Aber wir haben definitiv den schlimmsten Tag hinbekommen. Aber das ist doch schon mal etwas. Nun, Hiragi, wie wählst du? Die Entscheidung fällt bei diesen Optionen nicht leicht. Ja, und dann würde ich sagen, bevor wir die Option wählen, drücken wir mal auf Speichern. Und hoffen, dass das funktioniert, halt nicht wie vorhin, weil wir durften nochmals durchmachen. Lustig. Ja, es gibt Funktionen, Good Thing. Anna könnte... Achso, Tessa wieder. Hannah könnte auf ihre beste Freundin Kerstin hören und sich auf eine Beziehung mit Furio einlassen. Dort wird sie womöglich wahre Liebe erfahren. Sie könnte sich aber auch einen ihrer beiden Dämonen, Timotheus oder Aina, annehmen. Sicherlich nicht gerade eine ungefährliche Unterfangen, aber gewiss voller Spannung und Witz. Und dann wäre da noch die überaus ansehnliche Blanche. Wer weiß, vielleicht entdeckt Hannah ja ihre Vorlieben für Frauen. Warte mal, Juri? Juri! Ich will Juri! Oh Gott. Hey, du hast doch so ein breites Grinsen in der Fresse. Nein. Nie ehrlich sein kann der Typ. Aber er ist noch jung. Es sei ihm verziehen. Nicht zu vergessen, Jan ist auch wieder da. Ich möchte eine... da und möchte einen Neuanfang mit ihr. Wieso also eine neue Beziehung beginnen, wenn man doch die alte noch retten kann? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Doch entscheiden musst du dich jetzt. Also ich muss mich jetzt. So, und jetzt sind wir bei der Auswahl, welchen Charakter wir spielen sollen. Da das Ganze aber eine Demo ist und wenn ich mich richtig entsinne, in Gesprächen mit Kami weiß, sind die anderen Story-Parts noch nicht fertig. Die kommen erst noch in den kommenden Updates. Weitere Informationen dazu findet ihr auf der Kami Soft Homepage. Und deswegen würde ich sagen, wir machen mal die Hauptroute weiter und das wird dann wohl Timotheus sein, ne? Naja, das wäre wahrscheinlich das Absehbare, wobei ich mich eher für den Teddyband entscheiden würde, weil ich den spreche. Ja, die Frage ist jetzt halt wirklich, was würdet ihr normalerweise wollen? Schreibt mal in die Kommentare, welche Storyline euch am meisten interessieren würde. Mich würde natürlich Timotheus natürlich relativ interessieren, wie es denn mit dem Typen weitergeht. Weil ich sag mal, der ist der im Unterwäsche facht.
aus und das ist auch die Main Story. Andererseits, mich würde auch interessieren, was mit ihrer Nachbarin noch passiert. Ich meine, wir haben ihr den Tag ja auch schon zugesagt. Müssen wir mal schauen. Aber jetzt würde ich sagen, Timotheus und let's go. Let's go. Let it rip. Falsch. Egal. Comedy? Juli 2016. Okay, anscheinend sind wir schon mit der Demo durch. Steht auch unten. Ja, Demo beenden, aber ich dachte, jetzt kommen wir trotzdem noch ein bisschen... Naja, okay. Also, das heißt, wir können hier uns quasi angucken, wann etwas kommt. Die Motorhead wird ein Comedy-Part sein und erscheint Juli 2016. Das ist schon diesen Monat. Anscheinend haben wir noch nicht die geupdatete Version. Bin aber der Meinung, dass Kami mir gesagt hat, die hat den schon fertig. Mal gucken, vielleicht kriege ich die ja schon. Dann haben wir als nächstes... Ja, Romanze. Und die soll wohl September 2016 erscheinen. Mal schauen, wie das wird. Unser Juri Special Part Mystery November 2016. Ja, und was haben wir jetzt? Psycho-Thriller. Das hört sich ja spannend an. Und das kommt leider erst Januar 2017 raus. Und zu guter Letzt, der Ex-Freund, voll mit Drama gequetscht, erscheint März 2017. Ja, da würde ich sagen, da haben wir noch viel, was wir erkunden können. Das System ist ja so, die Storylines werden nach und nach, wie ihr sehen könnt, geupgradet. Das hat den Vorteil, ihr könnt alles in Ruhe durchspielen und es ist immer wieder was Neues, was ihr in diesem Spiel entdecken könnt. Und ich finde, das ist eine richtig super Idee. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt uns mal einen Daumen hoch. Und sollte ich das Upgrade noch von einer guten Kami jetzt bekommen, machen wir noch die nächste Folge, ne? Ja, wenn das den Leuten noch gefällt. Ansonsten, man hört und stört sich. Tschüss!